Das Grand Palais in Paris. Was für eine Kulisse für die Olympischen Sommerspiele. Hier sollen die Wettkämpfe für Taekwondo und Fechten ausgetragen werden. Und das Monument aus Glas, Stahl und Stein ist auch nicht das einzige Highlight, das Paris den Athletinnen und Athleten, aber auch Besuchern während der Spiele bietet. Die Herausforderungen aber sind gewaltig, denn zu den mehr als 12 Millionen Bewohnern der französischen Hauptstadt werden noch etwa genauso viele Besucher erwartet. Es ist soweit. Der Countdown läuft. Letzte Vorbereitungen für die Eröffnung der Olympischen Spiele. Überall stehen jetzt Tribünen. Paris verspricht eine nie dagewesene Show. Mit diesen Ausflugsbooten werden morgen die Olympiamannschaften bis zum Eiffelturm gefahren. Zum ersten Mal werden die Spiele nicht in einem Stadion eröffnet, sondern hier, mitten auf der Seine, mit mehr als 300.000 Zuschauern. Das wird ein großer Moment für Paris, für Frankreich und für Europa. Ich bin stolz, hier zu sein. Das ist cool. Das sind historische Momente. Die ganze Stadt wird Kulisse für Olympia. An den größten Sehenswürdigkeiten und den bekanntesten Plätzen werden die Wettkämpfe stattfinden. Doch das offene Konzept hat auch seinen Preis. Das Sicherheitsaufgebot ist hoch. 35.000 Polizisten sind täglich im Einsatz und viele Straßen und Plätze sind gesperrt. Wer passieren will, braucht einen QR-Code, eine Hotel- oder Restaurantreservierung. Wenn man hier wohnt, ist das schon hinderlich. Man braucht den Code oder man kommt nicht durch. Ich bin neugierig, wie das läuft die nächsten Tage. Die nächsten Tage wird Paris im Ausnahmezustand sein für die Spiele 2024.